Sound ist schon mal gut. Und gut gefüllt ist das Stadion auch. Bleibt die Frage, hat es wirklich gereicht? 2013 haben im australischen Brisbane 7.224 Menschen das bisher größte Orchester der Welt gebildet. Doch dieser Rekord soll nun nach Frankfurt. Mit der Aktion Wir füllen das Stadion der Commerzbank Arena sollten rund 10.000 Menschen auf den Rasen des Fußballtempels gelockt werden. Ob das funktioniert hat, kontrolliert ein Guinness World Records Richter. Ja, der hat die Daten von unserem Zutrittskontrollsystem und das kontrolliert er natürlich jetzt auch alles. Er hat hier sich im Stadion bewegt, der Rekordrichter. Und jetzt sind wir einfach gespannt, was das amtliche Endergebnis sein wird. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das heute geklappt hat. Unter der Leitung von Dirigent Wolf Kirschek und begleitet von den Musikern der Neuen Philharmonie Frankfurt wurden 4 Stücke, 2 klassische und 2 moderne gespielt. Zu den Weltrekordmusikern gehört auch Angelo Kelly an einer Snare Drum. Er hat sichtlich Spaß an der Aktion. Mit 8.000 Menschen zusammen zu musizieren, ist einmalig. Habe ich sowas noch nie erlebt und es ist ein Wahnsinnsgefühl. Man fühlt sich wie eins ich bin sehr froh, dabei gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Schon Stunden vorher waren Musikgruppen und Musiker aus ganz Deutschland angereist. Die wochenlange Vorbereitung der Initiatoren hat sich ausgezahlt. Es ist Wahnsinn, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Hier war eine Energie, die Leute waren so begeistert und haben hier sich selber gefeiert. Und insofern, ja, der Weltrekord ist mehr als verdient. Wir sind stolz und wir sind ganz happy, 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 dass es alles so gut funktioniert hat heute. Genau 7.548 Streicher, Bläser und Schlagzeuger haben es letzten Endes geschafft. Zwar hat man die 10.000 Musiker nicht ganz erreicht, aber die Australier trotzdem um 324 Orchestermitglieder überboten. Der Guinness World Record geht also nach Frankfurt.